Als ich so im Himmel war, habe ich etwas gesehen, was mich sehr berührt hat, und das möchte ich euch weitergeben. Ich habe so Jesus gefragt, ich konnte verschiedene Sachen anschauen, aber ich habe Jesus gefragt: Jesus, gibt es hier Babys im Himmel? Babys. Und Jesus sagt: Ja, wir haben hier Babys. Und ich habe dann, Jesus hat mir die Babys gezeigt, und ich habe Millionen von Babys gesehen, wie ungeborene Babys, wie frisch geboren. Und die waren halt wie frisch geboren, wie ein Tag alt, kann man sagen. Ja? Millionen in allen möglichen Farben. Weiße und gelbe und dunkle und alle Hautfarben, die es gibt auf dieser Erde. Und ich sehe Millionen von Babys, und überhaupt nirgendwo gibt es Geschrei. Denen geht es richtig gut. Und ich sehe sie alle, und ich frage: Jesus, was sind das für Babys hier auf diesem... Was sind das für welche? Dann sagt Jesus zu mir: Das sind die abgetriebenen Babys und die Fehlgeburten. Millionen. Und ich sage: Jesus, so viele? Sagt er: Ja, so viele. So viele hatten nie die Chance, das Licht der Welt zu sehen. Und ich war so berührt von diesem Moment, weil ich gesehen habe: Heftig. Und ich sage: Jesus, was passiert mit diesen Babys? Was machst du mit denen? Und ich habe verstanden, dass es im Himmel keine Zeit gibt. Zeit gibt es ja nur auf dieser Erde. Wir sind hier begrenzt mit Raum und Zeit. Aber im Himmel gibt es keine Begrenzung mehr mit Raum und Zeit. Und ich habe gesehen, in dem Moment, wo die Mutter in den Himmel kommt, wo die Mutter also da hochkommt und ankommt im Himmel und plötzlich ihr Baby sieht oder ihr Baby bekommt. In diesem Moment kommt eine Zusammenführung zustande vom himmlischen Vater mit der Mutter zusammen. Und die Mutter kriegt ihr Baby, die es verloren hat auf dieser Erde. Und in diesem Moment, wo diese Zusammenkunft zustande kommt, fängt das Wachstum des Babys an, in diesem Moment. Und sie bekommt alles zurück, was sie auf der Erde verpasst hat. Wie das Kind anfängt zu wachsen, wie das Kind anfängt zu reden, wie das Kind anfängt zu lachen, wie das Kind anfängt zu laufen, alles. Aber das Coole ist, ohne To-Dos. Du musst nicht bügeln, nicht waschen, nicht alles. Ja? Du hast alle Zeit der Welt. Vollständig. Und was ich dann gesehen habe, ich habe gesehen, wie Gott jede Träne von den Augen abwischt. Wow, das war stark. Und da wollte ich Jesus fragen: Jesus, wie sieht es aus, wenn so die Mütter mit den Kindern zusammengebracht werden? Und dann hat er mich in einen Bereich geführt, wo manche schon 2 Tage waren, manche 2 Jahre, manche schon 5 Jahre waren. Und dann waren verschiedene Altersstufen dort. Und ich habe so richtig gesehen, wie der Schmerz auf dieser Erde im Himmel nicht repariert wird, sondern geheilt wird. Jesus ist keiner, der ein Trostpflaster drauf macht. Er macht es neu. Er heilt das ganze Ding. Wow. Und dann habe ich gesehen, in diesem Moment, wo die Zusammenführung kommt, gibt es eine übernatürliche Heilung. Das ist so stark. So stark. Und dann frage ich Jesus: Was ist mit den Babys eigentlich, die keine Mutter haben? Die haben doch dann keine Mama, wo kommt. Haben die dann nicht weniger? Kommt so ein Mann auf mich zu, der war schon erwachsen, und beantwortet mir diese Frage. Er dreht sich zu mir und sagt: Nein, wir haben keinen Mangel. Unser Gott ist Mutter und Vater für uns. Wow, und habe ich ihn so angeguckt. Er war auch einer von denen. Und dann sagt er mir: Gott hat alles ausgeglichen. Habe ich etwas verstanden. Zum ersten Mal habe ich kapiert, was mit dieser Bibelstelle gemeint ist, mit diesen Weinbergen. Wisst ihr, wo einer morgens kommt, der andere mittags, der andere abends. Und alle kriegen den gleichen Lohn. Als ich das verstanden habe, habe ich verstanden: Die Babys im Himmel, die eine Mama haben, haben Fülle im Überfluss. Und die Babys, wo keine Mama haben, haben auch Fülle im Überfluss. Da gibt es nicht weniger oder mehr, wie unser deutsches Denken ist, deutsch-österreichisch-schweizer Denken ist, sondern im Himmel gibt es nur Fülle und Fülle. Das ist richtig cool. Und was ich damit zeigen will: Ich möchte euch einen Glauben aufmachen für mehr. Es gibt mehr. Als ich das zum ersten Mal erzählt habe, uns in der Gemeinde haben ganz viele Menschen ein Himmelserlebnis gehabt. Ganz viele Frauen haben ihre eigenen Babys gesehen im Himmel. Und sie haben in einer Vision das gesehen, in einer himmlischen Vision. Und die haben einen Moment ist nur gesehen, ihr Kind. Und der ganze Schmerz war komplett geheilt. Weißt du, wir in der Seelsorge machen manchmal so lange rum mit jahrelanger Seelsorge und kommen da gefühlt 1 Meter weiter nach 10 Jahren. Eine Begegnung im Himmel und alles ist erledigt. Wow! Eine davon ist unsere liebe Lydia. Wollte kurz hören, was sie zu sagen hat. Sie hat auch ein Himmelserlebnis gehabt.
Und dann wollen wir in die prophetische Ebene gehen.